Warum ich einen zweiten Account erstellt habe, ist tatsächlich, gibt es einen großen Grund dafür. Oder es ist eigentlich der einzige Hauptgrund, warum ich den erstellt habe, ist, ich hatte nochmal Bock auf die Story. So von Anfang an. Ich habe, vor allem, wo ich mehr Lust zu hatte, waren die Legendenaufträge. Deswegen habe ich einen zweiten Account erstellt, weil ich bin ein Story-Freund. Ich mag Story. Story ist so ein bisschen meins. So ein bisschen. Schon immer gewesen. Jochimia ist so putzig. So lebensfroh, so glücklich immer irgendwie. Ja, und das ist so eine Sache, was ich mir immer noch bis heute wünsche, ist halt einfach so mal so. Ja. So Zeug einfach mal wiederholen zu können. Weil es gibt oft genug, das haben wir ja auch alles fertig. Die kannst du ja wiederholen. Aber sowas wie Mona. Ja. Mona ist zum Beispiel sowas, wo ich richtig Bock drauf habe, wieder zu machen, weil das irgendwie, weiß ich nicht, das war eine schöne Story, alles hat mir Spaß fand ich irgendwie lustig, so. So. Weiß ich nicht. Hat mir irgendwie gefallen, aber an sich Legendenauftritt, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht. Xiao war auch ganz cool, die Story und so. Aber was willst du denn machen? Mietz, wenn du mir über die Tastatur läufst, ist immer doof, weißt du das? Genau, setz dich auf die. Wollt ihr eigentlich mal eine Katzencam? Ich hätte ja noch eine zweite Cam da. Hier. Also, ihr seid über die Brio, über die Logitech. Ich hätte noch meine alte Microsoft, die hängt auch noch am Rechner. Wollt ihr mal eine Katzencam? Weil die pennt eh immer auf der PS4. Müsste ich nur hier hinten alles neu verkabeln. Das wäre aber, ich sage mal, in 2 Stunden oder sowas. In 2 Stunden und 3 gebrochenen Rippen sowas erledigt. Ich hab sogar mal. Ich hab. Leider ist die Mikrofon empfindlich. Katzencam, yay. Kann ich mal machen. Ich hab. Mein Mikrofon, da wo sie schläft, habe ich mal ein Mikrofon hingestellt. Also ich hab. Warte. Hier, habe ich noch eins. Habe ich genau dahin gestellt, wo sie schläft. Weil sie auch da mich anmauzt oder halt wenig schnurrt und sowas. Leider ist die Mikrofonempfindlichkeit dafür nicht gut genug von dem. Weil ich mal gedacht habe, kann ich ja mal mit einbauen, weil sie auch gern, dass ihr von ihrem Miauzen auch was habt. Aber hat leider nicht geklappt. Aber Katzencam? Ich habe ja noch eine, warte mal. Das wäre, warte mal, Videoaufnahmegerät. Videoaufnahmegerät, ich mache einfach mal Microsoft Cam. Pass auf. Microsoft Cam. Genau. Hi, das wäre die hier jetzt halt erstmal. Die ist aber jetzt natürlich aktuell gar nicht eingestellt. Also 0 eingestellt. Und da war sie auch weg. Warum ist sie jetzt weg? Warum geht die aus? Warum geht die aus, wenn ich sie wegdrücke? Obwohl die Kamera an ist. Siehst du, die hat einen Gelbstich, die muss ich einstellen. Komischerweise verstellt die sich nämlich, deswegen habe ich es tatsächlich geändert. So, 720p, weil ansonsten ruckelt sie. Hi, das ist es. Siehst du, die hat so einen kleinen Gelbstich drin, die Kamera. Und die würde ich halt dann als Katzencam nehmen, weil die richtet sich irgendwie immer Richtung den Greenscreen aus und deswegen schaue ich aus wie gelb. Ich sehe es ja auf der anderen Kamera, dass ich nicht gelb bin. Ich habe keine Gelbsucht. Und es war jedes Mal... Die geht instant wieder aus. Komisch. Also die geht ja wirklich aus. Also ich habe sie hier eigentlich an. Also ich habe sie halt wirklich an. Die will es nicht anzeigen. Okay. Aber nicht schlimm. Ja, sowas habe ich... Bei Kanalpunkten 500 bis 1000 Katze streicheln. Ja. Zieh mir aus. Hat sie gemacht. Aber sowas habe ich ja. So Ideen und sowas. Muss ich halt irgendwie ein bisschen zurechtschneiden, weil sie sitzt immer auf der PS4 hier neben mir. Obwohl die aus ist. Eigentlich denkst du, sie setzt sich vielleicht auf die Heizung oder so. Aber gut, ich würde sagen, pass auf. Ich habe noch ein bisschen Lust auf Genshin tatsächlich. Aber ich weiß nicht mehr, was ich im Großen mache. Ich würde nur auf einen kleinen Account wechseln. Nebenaccount. Flupp.
Dafür mache ich aber mal kurz Genshin beim Ummelden aus. Weil, ich kriege eh schon genug, ich habe eh schon schlechte Erfahrungen gemacht. So, habe ich echt schon schlechte Erfahrungen gemacht. Irgendeiner hat nämlich mal meine E-Mail-Adresse bei Otto eingekauft. Und seine Handynummer angegeben und seine Adresse und allen drum und dran. Und ich habe ihn halt mal angerufen. Der hat sich voll gefreut, dass ich ihn anrufe. Und hey, ich bin echt ein kleiner Winzling-Streamer oder YouTuber. Also, ich war sehr überrascht darüber. Wo ich mir denke, du kannst ja auch einfach mit mir schreiben, sonst wo überall, weißt du? So. Ich nehme jetzt nochmal einen Schluck Kaffee. Wo stehen wir denn hier rum? Welche Truppe ist gerade aktiv? Ist das meine oder? Das ist meine. Gott, hier waren wir schon ewig nicht mehr da, gell? Kleine 9. Du hast 9? Wie kann man 9 heißen? Ach, sie ist Kind Nummer 9 vielleicht. Dann gibt's den kleinen 1, den kleinen 2, den kleinen, die kleine 3, die kleine 4. Boah. Man erkennt, glaube ich, dass ich hier schon länger nicht mehr drin war. Once there was a glorious kingdom established. Man, das überspringt immer wieder weg. Wie viele Five Stars hast du da? Wie viel ich hier hab? Boah, ich glaube. Ich glaube, da haben wir gar nicht so viele. Warte mal. Es geht einfacher hier drüber. Ich glaube, da haben wir nur zwei, gell? Chichi und Sango no Mia. Aber da hab. Da, also in den Account habe ich noch nicht einmal reingepayt. Was ist hier alles? Es geht auch eigentlich. Aber die Geburtstage haben wir nicht gekriegt. Hey, wir haben Aloy. Hä? Ja, wie viele Ausrufezeichen? Ja, ich bin gerade drüber. Warum hast du eigentlich hier noch Ausrufezeichen? Achso, weil ich einen göttlichen Kurs wählen muss. Ja, komm, ist eh egal. Wir sind auf den Kleinen zu selten, damit wir hier irgendwas mit bewirken können. Achso, guck, deswegen haben wir hier ein Ausrufezeichen. Ja. Ich muss erstmal gerade mal hier wieder einen Überblick kriegen. Warum haben wir hier ein Ausrufezeichen? Achso, wegen ihr. Kugel dir einfach nicht die Schulter aus. So, ich bleib trotzdem bei du. Spaß mit dem Account auf irgendwas? Nö, gar nicht. Gar nicht. Ich spare da auf gar nichts. Was ist denn das? Wiederkunft der Gesteine. Wenn du lange nicht da warst, bekommst du Zeug. Was? Doppelte Beute, alte Fernbaum. Echt? Heimkehrerbelohnung. Warte mal. Ist es? Warte mal. Ist es das hier? Oder ist es jetzt... Gut, da brauchen wir nicht. Wir waren noch nicht unten. Probeläufe haben wir auch noch keine gemacht. Gefischt haben wir auch noch nicht. Okay, also wir haben hier, seht ihr, wir haben ja so viel zu tun. Okay,
Es gibt noch erreichbare Ausgänge. Ach, diese. Die habe ich nicht freigeschaltet. Ich weiß ja nicht. Ja. So. Muss ich aber auch freischalten. Da steht nämlich nichts mit noch nicht freigeschalten. Überforderung! Gott, war ich ja schon lange nicht mehr auf dem Account drauf. Ja, wir haben hier viel zu tun. Ohne Scheiß. Du Scheiße. Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Weiß gar nicht, wo ich als erstes anfangen machen kann. Kann ich machen. Tschup. Zack. Wird nichts werden. Wobei, Janfee. Ich mag Janfee. Gut, den Rest können wir überspringen. Ich mag Janfee tatsächlich. Obwohl sie Anwältin ist. Haben wir wieder ein Ausrufezeichen. Wird nicht besser. Obwohl sie Anwältin ist, mag ich Janfee. Normalerweise läuft man von Anwälten weg. Glaub's mir. Immer die beste Idee, von einem Anwalt wegzulaufen. Da habe ich auch eine Story, Alter. Wir haben ein einziges Mal eine Problematik mit einem Anwalt gehabt im echten Leben. Und zwar hat er uns einen Spiegel abgefahren. Janfee ist eigentlich gut, aber sehr langweilig. Ja, aber ich mag sie. Von ihrer Art so, weißt du? Hier habe ich auch noch nichts. Eine Blume platzieren. Dann holen wir uns mal die ersten, das erste. Siehst du, hier habe ich halt auch noch nichts. Kann ich mal aus dem Mähkästchen plaudern? Der hat uns den Spiegel abgefahren und war halt so ein bisschen Ding und dann, der Spiegel war jetzt dann nicht kaputt oder so von uns. Der war halt einfach ein Lackschaden und es war jetzt auch so ein paar Kratzer drin, wo ich sag, wurscht, kann man rauspolieren. Da ist eher sein Spiegel kaputter gegangen. Nichts Dramatisches, also wirklich nichts Dramatisches. Man hat sich so vor Ort so drüber geeinigt, so okay, komm, wir haben keinen Schaden, dein Spiegel ist kaputt. Oder seiner war gebrochen, unserer nicht. War halt wirklich nur ein Kratzer. Und ich sage, boah, wurscht, poliere ich raus. Vom Auto von meinem Vater. Und, hast du nichts dabei gedacht? 6, 7, 8 Wochen später kriegt mein Vater ein Schreiben von seiner Versicherung, dass sie den Schaden übernehmen. Und halt, dass er jetzt hochgestuft wird, ein paar Prozente, weil der Schadensfall da war. Mein Vater ruft die Versicherung an. Gute Nacht, Spyro. Ruft an und sagt so, ich hatte keinen Schaden, ich hatte keinen Unfall. Anschauen, sie hat Artefakte von Hu Tao. Ich will wissen, ob die gut sind. Kommt drauf an, wie spielst du sie? Ich spiele sie ja nur als Q. Da habe ich einfach nur die Feuerartefakte drauf. Ja, lass es nach Tara machen. Dann kann ich hier mit dem Kleinen drin bleiben. Ich glaube, Etienne, ich komm mit meinem Kleinen nicht zu dir drauf. Bam, Fische! Ja, mein kleiner Account ist ja von der Weltenstufe her relativ niedrig. Ja, ich bin ja auch gerade auf dem Kleinen. Deswegen, glaube ich, komme ich mit meinem Kleinen bei dir gar nicht rein. Weil du bist ja, Etienne, du warst ja auch einer, der schon höher war. Submit for judgment. To ashes. Ich finde die Fische tatsächlich, ich finde ehrlich, wie es ist, ich finde das Schwert echt cool. So, du gehst auf Freunde, gibst meine UUID ein und dann auf Charakterinfo, glaube ich. Achso. Ja, ich habe dich nicht als Freund beim Kleinen sowieso nicht.
Nachtara weiß auch, wovon er redet. Also Nachtara ist auch ein Checker in Genshin. Ich sehe gerade, wo sind denn die... Ach da, okay, hier sind Daily und da. Ich wollte gerade sagen, ich finde gerade die Dailies nicht. Wo sind sie denn? Hab sie gefunden. Hab mir nur angestellt. Nehme ich die Abkürzung hier oben? Ja, ich nehme die Abkürzung. Wo war ich jetzt? Ach so, ja, und er hat als Anwalt ein Schreiben aufgesetzt. Ich hoffe aber auf Roma ist, auf Thoma. Und da hat ein Anwalt ein anwaltliches Schreiben aufgesetzt und die Versicherung sofort, ja, wir zahlen den Schaden. Sofort instant, ohne eine Befragung vom Vater so, hey, war da überhaupt ein Unfall oder sonst irgendwas? Nichts, einfach sofort, ja, wir zahlen den Schaden. Und die haben auch sofort den Schaden bezahlt und mein Vater hat gesagt, ey, wenn ihr mich hochstuft, dann kriegt ihr die fristlose Kündigung. Weil da war kein Schaden da. Also, er ist uns an... unser Auto hat er geparkt. Unser Auto ist ja nicht gefahren. Also, er hat den parkenden Spiegel abgefahren. So. Und wir haben es mitgekriegt, weil wir im Restaurant waren und halt einen Blick auf unser Auto hatten. Oder auf das Auto hatten. Das war im Urlaub. Damals. Und da war mein Vater sauer. Und die Versicherung ohne irgendwas einfach gezahlt. Und wurden ihn direkt hochstufen. Kokomi. Da habe ich zum Beispiel auch Kokomi. Kann man jetzt überhaupt treffen? Ja, kann man. Flop. Flop. Die Uhr ist Gladi. Einfach so solide. Okay. So. Ja toll, mein Kaffee ist schon wieder leer. So. Da unten ist die Daily. Ich muss mal gucken. Kurz. Was? Hier, mach mal kurz Landung. Sorry, Timmy. Hier. Da brauche ich noch ein bisschen. Jean könnte man schon. Er hat eine andere mit Lebenspunkten. Jo. Badu. Zeig, was dein Fisch kann. Sprich mit Michelle. Ist das nicht... Michelle möchte mal Urlaub haben oder so? Hey, du. Gott, hab die doch nur angestupst. Was hast du? Was siehst du da? Ich guck. Wenn Schwanzen mit ihren Katzen wedeln, ja. Wenn Katzen mit ihrem Schwanz so ein bisschen wedeln oder halt so ein bisschen so langsam. Over here, over here. It's Sarah from the Good Hunter. Was will Sarah? Dann fokussieren die meisten oder wollen irgendwas spielen oder sowas. Und jetzt war sie gerade so da und hat da hinterm Greenscreen geguckt. Ist da was? Klingt nach viel Arbeit aus. Meets. Könntest du? Auf der Kamera schaut es gar nicht so extrem nah aus. Aber könntest du deinen Schwanz aus meinem Gesicht nehmen? Achso, übrigens hier, Nightbot, weil ich es gerade sehe. AskFM. Die Fragen landen auch übrigens im Podcast. Wenn es Podcast-Themen sind. Ansonsten gerne Fragen. Nee. Gib Quinn Dämmerfrüchte. Beatrice, brauchst du wirklich ein Better Boy? Ich kann dir ein bisschen Mora leihen, wenn du möchtest. Und dafür musst du mal mit mir essen gehen. Also mit Baidu. Baidu, ihre Freundin Xiang Yang ist gerade nicht da. Die Rockerbraut. Deswegen fühlt sie sich ein bisschen einsam und so. Mit der Uhr sieht das besser aus. Ah. So. Flupp. So. Flupp. Gehen wir wieder dahin. Tipp, 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 tipp. Dann müssen wir mal kurz schauen, was Sarah eigentlich von uns will. Was will Sarah? So. Da, 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 da.
So, jetzt gehen wir mal zu Sarah. Sarah, was willst du? Ah, finally, I caught you. Können wir dir helfen? I have something I'd like the Knights of Favonius to do for me, and I want you to pass on my request to the acting Grand Master. Ach, Jean ist es. Ah. Oh, so it's Jean you were really hoping to see. Können wir machen, oder? You are close with her. Ich bin ihre treue Dienerin. Wir sind uns mal begegnet. Well, I heard she has a lot of respect for you. Anyway, what was it you wanted us to tell Jean? Oh yes, I must apologize for being unable to visit the Knights in person, but the restaurant has been so busy lately. Unfortunately, it's right in this busy season that the route between here and Springvale, which is used for the delivery of our ingredients, seems to have been occupied by the Hillitrolls. The problem is that the suppliers in Springvale say that deliveries have nothing to do with them. They're just responsible for selling us the ingredients. Ich hab dich fertig gekämmt, es reicht. Mietz wird nicht gern gekämmt. That would be great. Please, ask Master Jean to send a party to clear out the hilly trolls from the road to Springvale. Ja, kein Problem. Help at last. With Jean on the case, this will be solved in no time. Thank you. Seems like everyone really trusts Jean. Oh, I nearly forgot. Charles the bartender said he's been having some trouble too. Why don't you stop by and see him on the way? Fine. In for a penny, in for a pound is the Paimon way. Erschreck mich doch nicht so. This is really stretching the definition of on the way, in my opinion. Oder hast du da noch viel Five Star Flex? Alter. Boah. Erschreck mich doch nicht so. Halben Herzinfarkt gekriegt gerade. Also wirklich. Kommt sie angehüpft. Hab nicht gerade was gelesen wegen Ding, wegen Sonntag. So Planänderung. Vielleicht habe ich Sonntag doch Zeit, weiß ich noch nicht. Ad Astra. Ja, mein Bruder und meine Mutter runterfahren zu meiner Oma. Das heißt, dass ich vielleicht dann doch da bin. Müssen wir aber erstmal gucken. Schauen wir mal. Werde ich am Sonntag sehen. So. Ich will ja nicht eigentlich Follower baiten oder sowas, aber am besten ist es halt bei mir wirklich ein Follow da zu lassen. Was habe ich denn jetzt? Hier schließt tägliche 4 Missionen. Das ist wirklich, wenn ich es jetzt richtig verstehe, das, was ich bekommen habe, weil ich mit dem Kleinen schon lange nicht mehr eingeloggt war, oder? Was ist eine Erkundung? Betritt die vergangene... Das ist ja... Verbrauche insgesamt Gerichte. Versteh ich das richtig? Das ist wirklich, weil ich jetzt mit dem Kleinen lange, lange nicht mehr eingeloggt war. Erkundung ist bei der Gilde für Ärzte. Ach so, habe ich doch gerade gemacht. Jo, okay. Das ist ja voll nice eigentlich. Wenn ich mal so sagen darf. Weil. Ich hatte immer so ein bisschen die Angst, dass der Kleine ein bisschen in Vergessenheit oder ein bisschen zurückhängt. Und ich dann vielleicht angenervt bin, weil der Kleine halt so kaum vorankommt. Aber wenn du sowas ab und an irgendwie sowas bekommst, dann kannst du so sagen, das, was du ein bisschen nach hinten hängst, ein bisschen aufholen wieder, weil ich weiß ich habe keine Ahnung, wie lange wir da nicht mehr drin waren im kleinen Account. Doch bestimmt schon ein Stück. Hey Mietz. Was hast du denn? Du bist ja gerade schmusen. Ich glaube, Mietz will schmusen. Ja. Ich muss nebenbei. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. Ja, ist ja gut. Ich muss mir nebenbei ein bisschen meine Katze schmuseln. Siehst du? Sie entscheidet, wann sie gestreichelt wird. Deswegen funktioniert das mit. Ja, ich höre ja nicht auf. Mach ja weiter. Dann halt nicht.
Jetzt hat doch, oder was? Nein? Setz dich einfach mal dahin. Mach das so. Schreib mich doch nicht so an. Haben wir irgendwas da? Ich koche gerade einfach mal nur so ein bisschen Zeug hoch. Weil wir auch noch die wöchentlichen brauchen. Wir müssen auch noch ein bisschen Erz herstellen und sowas. Ich finde es schön, immer mal wieder im Kleinen drin zu sein. Aber da müsste ich ja jetzt rein theoretisch jeden Tag wieder ein bisschen in den Kleinen reingehen. Ah! Genshin, du machst einem das Leben aber auch echt schwer, weißt du? So. Zack. Da, 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 da. Flop. So. Schau mal her. Zack. Ja, da kriegen wir sogar. Also die Daily kriegen wir auf jeden Fall voll. Und ach Manu, ich habe gedacht, wir kriegen den vielleicht auch noch voll. Da geht es ja auch wieder irgendwann ein Erfolg. So, dass wir zumindest ein bisschen was kriegen vielleicht. Wobei, diesmal sind wir ziemlich bald am Kleinen drin, in Sachen Exkursionen und so. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Was Erze angeht. Ach so. Ich habe die Mission nochmal gemacht. Muss ich auch mal machen? Ja, komm. Dann ist es morgen fertig. Oder übermorgen. Gucken wir mal. Es muss ja nicht unbedingt jetzt fertig sein. Kann man immer alles brauchen. Welches Level sind wir denn? 34. Oh. 34 erst. Ich verliere den Überblick. Gerade immer mehr. Betritt die Gang. Ich mach mal das hier so ein bisschen. Ich muss immer so halbwegs durcharbeiten. Handel der Vergänglichkeit haben wir auch. Steht auch Kokomerum. Aber ich glaube, da habe ich eh noch nicht viel gemacht. Machst du noch ein paar Bosse? Kann ich machen, ja. Werde ich, glaube ich, vielleicht auch machen. Mal gucken, was ich überhaupt brauche. Aber wenn ihr Lust habt, beim Kleinen könnt ihr gerne mit rein. Sobald ich mal ein bisschen das Singleplayer-Zeug fertig habe. Okay. Ich war ein Stückchen nicht mehr da. Da würde ich tatsächlich. Also, wenn es euch nicht stört, würde ich hier sehr gerne. Ja, wir können eh nur zwei Sachen herstellen gerade. Sowas wie den Wolf mal noch umschmeißen oder Dwalen oder so. Weißt du? Aber wenn einer mitmachen will und mit draufkloppen will, einfach. Beim Kleinen ist es. Ganz okay. Das, was ihr hier seht, ist übrigens ein Teil meiner Katze. So gerade so am Rand der Kamera. Sie zeigt sich, aber geht ja nicht. War jetzt nur Beispiel so Dwalen-Boss technisch. Also Wolf war damit eigentlich mehr gemeint, weil Dwalen habe ich noch gar nicht. Dwalen bei den Rest. Ah doch, stimmt. Schatzkammer oder sowas meine ich. Schatzkammer, der Wolf. Azaha habe ich noch nicht. Zum Beispiel. Das sich aber schnell entschieden, nicht hinzusetzen. Was haben wir denn hier? Schon wieder was? Achso, ja. Die Erkundung kann ich tatsächlich heute nicht abschließen. So. Ich würde sagen, komm, ich kloppe jetzt mal Dwalen. Bam, Sturmschrecken. Machen wir einfach mal ihn. Ich hab den Wolf. Ich hab das mit Razor durch. Ich hab den Wolf. Definitiv. Also, machen wir mal Dwalen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist doch falsch hier, aber ich bin ja am Kleinen. Ich war gerade so. Warum ist der so weit unten? Also. Und dir fehlt ein Archstufe, um Child zu bekämpfen. Ich hab Child schon bekämpft in der Story.
Ach so, stimmt. Ach so, ja, stimmt. Hm. Ab 35 ist der erst? Weiß ich gar nicht. Hey. Weißt du, wann ich das letzte Mal den gemacht habe? Gemacht habe? Auf dem Großen. Ich hab... Hier weiß ich es gar nicht. Ich weiß nicht, ab wann man da rein kann. Aus dem Kopf. Weil... Ist halt ewig und 3 Tage her. Ich gehe darüber. Aua. Trotzdem einen auf den Sack gekriegt. So. Muss ich mal schauen. Vergessen, was der macht. Ich sage ja, ich habe auch vergessen, was, was hier so ein bisschen Sache ist. Hokomi. Hat auch schon alles ewig her. Damals. Die sind alle eigentlich relativ... Ja, beide ist noch ein bisschen stärker. Ah, guck mal, der schwebt da oben und hält mich hier unten weiter. So. Ist halt... Weiß nicht, ein halbes... Ja, nicht ein halbes Jahr, aber ich sag mal 2-3 Monate ist es... Oder 3 Monate ist es bestimmt her, wo ich damals mit der Story so weit war, um den überhaupt zu machen. Damals Child. Aber... Nicht aber? Weiß ich, mit dem Großen ist der so schnell kaputt? Ist auch ungewohnt, dass der so lange dauert. Ist immer so, jedes Mal, wenn ich im Kleinen bin, stehe ich da so. Back off! A touch of frost. Aber jedes Mal mit dem Kleinen stehe ich dann da und denke mir, das immer schon so lange dauert? So. Ich will auch mit dem Kleinen halt den immer noch so nebenbei, so ein bisschen. Da stimmt wohl was nicht. Was ist da wohl falsch? Ja, ja. So, jedes Mal so irgendwie... Jedes Mal stehe ich aber so da und denke mir... Oh, der hat noch getroffen. Nice. Stehst du da? Ist der jetzt in der dritten Phase? Oder warum ist er jetzt so zum dritten Mal? Au, au, au. Ja, wobei, nicht au, au, au. Jetzt au, au, au. Nee, ich meine, warum hau ich zum dritten Mal auf den Stein, meine ich. So war das meint. Weil selten, dass ich mit dem Großen, da muss ich schon echt einiges verkackt haben, mit dem Großen dann dreimal auf den Stein hau. Meistens ist es einmal. Ich habe nur 2 Accounts, ja, ja, ich habe nur 2. Nein! Meistens ist das da beim Großen so. Ich habe die 2 und mehr brauche ich auch nicht. Das passt schon. In dem bin ich also schon so gut wie nie drin. Ich habe 5 oder so. Warum hast du 5? Stück über 30, aber warum hast du 5? Gibt es hier überhaupt noch einen Boden, der ein Ding ist? Ich habe einen und einen vergessenen. Ja, das ist. Kann man ja auch sagen, das ist so. Der ist eigentlich auch so halb vergessen. Na, greife ich halt hier an, auch wenn das echt Schaden macht. Dafür haben wir sie ja. Wenn der jetzt aber gerade da steht, will ich eigentlich. So. Zumindest die Angriffphase nutzen. So, jetzt sollte ich aber dann doch mal hier rüber gehen. So, kommst du, Dwalin? Komm her. Kann ich dich als Haustier haben vielleicht? So ein Drache als Haustier ist bestimmt cool. Kann man den... Ich habe auf den 2. Mal gespielt. Mir, ich habe es halt hauptsächlich eigentlich... Nicht hauptsächlich, ich habe es halt nur wegen der Story gemacht. Weil ich einfach Bock mal wieder auf die Story hatte und sowas. Aber du kannst ja nichts wiederholen oder so.
Und ich finde, die Story ist hier in Genshin halt echt nicht schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Die ist okay. Das war ein bisschen viel. Ich glaube, die ist aus. Bisschen viel Gequatsch, hä? Wir können goldene Artefakte kriegen? Warte mal. Wir können goldene Artefakte kriegen? Wo habe ich den Erfolg? Achso. Ja, das war jetzt auch mein erstes. Warte mal. Zweifache. Eigentlich müsste ich so Zeug gerade echt machen. Aber wir können goldene Artefakte kriegen? Ja, ja, ich meine jetzt schon. Ab 30 hast du eine. 45 geht es hier. Ich habe jetzt halt sowas gemeint wie. Ja, goldene Artefakte für. So Zeug. Hier, da. Schade. Aber gut. Ist jetzt nicht dramatisch. Ja, ich hätte gesagt. Wo sind eigentlich unsere Dailies? Ach, die haben wir schon gemacht, ich Idiot. Wolfi, Wolf, Wolf. Will einer mit Wolfi draufhauen? Just for fun? Wollte ich gerade sagen. Jetzt machen wir Hopp. Ich muss mal echt noch mal was zum Trinken. Machen wir gleich. Ich laufe mal schnell hin. Dann schmeiße ich dir meine Juju-ID rüber. Also musst du ja auch mitlaufen. Speichere den Weg. So. Da spare ich euch den Weg. Ich finde Baidu tatsächlich ganz nice. Ich habe anfangs mochte ich Großschwert nicht, weil das so langsam. Wo ist Pallad? Warum denn immer, wenn ich hier hinten stehe? Weil der so ein bisschen langsam und träge wirkt. Das Großschwert. Da hatte ich ja nur Noel. Bei Baidu zum Beispiel finde ich das gar nicht so langsam und träge. Oder bei Jonggyun. So, meine Yu-Yu-ID. Flop. Weil dort hinten eine Triggerzone ist. Ah. Es wäre, weiß nicht, cooler, wenn das irgendwo relativ in der Nähe aufploppen würde. So wie bei den meisten anderen. Ihr habt die Yu-Yu-ID vom Kleinen. Ich warte auf euch. Nachtara, da bist du. Wie unser erstes Mal, wo wir miteinander gezockt haben übrigens. Weißt du das noch? Hast du beim Wolf mit draufgehauen? Das erste Mal, wo du bei mir warst. So, Etienne, ich warte noch auf dich. Schon ein Stück her, hä? Ist alles schon echt ein gutes Stück her. Gute Ayaka. So, Etienne. Ich warte ja noch auf dich. Derzeit schaue ich mal kurz hier ein bisschen durch. Da bist du. Etienne. So. Ich habe angenommen. Irgendwie geht das Fenster nicht zu. Das wäre natürlich schon langsam echt nice. A Blade Embarrassment. Genau. Ja. Das wäre zum Beispiel echt nice. So, wollt ihr auf Eis bleiben? Oh, Euler, Mann, der hat Euler. Euler ist so eine, die Kekwin und Euler sind zwei Charaktere, die ich sau gerne hätte. Ich bleib bei Euler. Okay, dann legen wir doch mal los. Euler ist eine, die ich echt gerne hätte. Muss ich ehrlich sagen. Seid ihr ready? Und go.
Ich frage einfach nur so. Ich glaube, ihr werdet eh jetzt rasieren, oder? Ich habe mir damals extra beim großen Account für den hier. Nach Tara, hast du Kekwin? Ich will Kekwin. Ich will definitiv Kekwin. Ich hab hier rasiert. Sei doch. Der hat Ouchie gekriegt. Nach da rasiert. Es war so klar. nice. Jetzt gucke ich aber trotzdem mal kurz, wenn ob ich hier unten. Na, ab 35. Mhm. Okay, Leute. er hat halt echt. Ich will Kekwin. Kekwin ist der Charakter, den ich von Anfang an, als ich ihn gesehen habe, wollte. Aber so richtig wollte. So, habt ihr Lust, noch schnell ein paar Bosse zu machen? Dann würde ich mal kurz gucken, was ich brauche. Und zwar hauptsächlich auf den beiden gerade, was ich da brauche. Okay. Katze ist immer da. Und okay, also habt ihr Lust schon, oder? Schmeißen wir mal schnell, eigentlich Eisbäumchen, hätte ich jetzt gesagt. Eisbäumchen und Feuerbäumchen weg. Nee, Elektrohypostase und Eisbäumchen. Wenn ihr Lust habt. Dazu. Übrigens. Ich könnte 31 mal auffüllen. 31 mal auffüllen ist halt echt krass viel, weißt du? Da weißt du, wie viel ich gemacht habe. So. Klopp. Klopp. So. Ach, ich krieg nur einen, wo ich's gerne. So, dann Elektrohypostase. Nenn ich verfolgen, ich klicke da, ich bin. Ach, von dort aus schneller? Ich kletter da immer hoch. Ich kletter da immer kurz so ein bisschen das Adlertor hoch. Klupp. Klupp. Ungewohnt war es. Also das Schlimmste war, mit dem zweiten Account keine Ausdauer mehr zu haben. Das war der Horror. Was habe ich denn da jetzt schon wieder? Weg nach Hause. Achso, Harzverbrauchung. Eigentlich voll nice. So, More speed. Ich gehe auf Dschungel. Hui. Swift and merciful. Ich will auch ein bisschen Schaden machen. Kekwin rasiert. So. Nice. Jo. Das war's schon. Als habe ich kein Harz mehr. So. Ich mache jetzt einfach mal schnell noch eine Mora-Fähre. Da würde ich euch wieder rausschmeißen und die Chin-Story mal machen. Weil was ich auf jeden Fall weiß, ist, der Kleine war auch pleite. Genauso wie der große Account. Meine Ödler ist leider nicht so gut gebaut. Ach, das ist doch egal. Also ich sag ehrlich, wie es ist egal, wie gut jemand gebaut ist, wie perfekt, wie viel Schaden oder sowas es macht. Es macht Spaß. Das ist das einzige Wichtige. Dass es einen Spaß macht hier. Finde ich. From whence you came. Das ist meiner Meinung nach das Einzige. Ich bin ja auch nicht so auf perfekt bauen oder sonst irgendwas. Ich könnte meine Charaktere bestimmt auch besser bauen und besser zusammenstellen oder sowas. Aber warum? Warum braucht's das? Ich komme so weit mit dem, was mir Spaß macht, komme ich so weit zurecht. Doppelten Ertrag, Alter. Das merkst du beim Kleinen extrem.
Weil der noch nicht so viel kriegt. 72.000 Mora. So, nehmt's mir nicht böse, ich hau euch wieder raus, weil da mache ich ein bisschen Story. Dafür gibt's dann ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier mal auf das Plus drücken. Weil im Kleinen bin ich ab und an mal drin. Hat es gerade eben hier schon gebrannt? Aua. Jogün ist doch ein frostiger Typ, der kann doch nicht einfach in Flammen stehen. Erlebnis-Poststufe 1. Du hast mich nicht mal die Sachen... Ach so, sorry, Etienne, tut mir leid. Die Feuerpumpe aktiviert. Ja gut, aber ich glaube, ich wusste nicht, dass du in Pause warst. Achso, alles gut, alles gut. Hey, ist nicht schlimm. Wir haben hier so einen kleinen, eine kleine Qualle. Aber bis ich Kokomi mal ernsthaft hochziehen kann, wird's dauern. Ich habe ja noch nicht mal Inazuma. Ich habe hier noch nicht mal irgendwas. Deswegen habe ich halt echt Angst, dass ich da viel runterrushen muss. Exorcism uses. Und ich möchte keine Babsi hochziehen. Habe ich Artefakte eigentlich? Ich habe ein paar zum Verwursteln. Ein paar. Weil tatsächlich würde ich den gern auf Baidu schmeißen. So, wir verwurschteln ein bisschen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil wir ein paar Graue haben. Ja, Diona wäre auch cool, ja. An sich... Okay, lebende Blumeviecher. An sich finde ich es ganz cool. Was so ein bisschen, Oh, ich krieg gerade Magenschmerzen. Ich habe meinen Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ganz cool, eine andere Truppe mal zu haben als beim Großen. Weil, hochziehen ist halt doch... Wenn ich jetzt beim Großen jetzt halt hier hochziehe, muss ich ja halt meistens schon auf 80 sowas ziehen, damit sie halbwegs relevant werden. Oder sagen wir mal so, mindestens 60. Hier... Kann ich es halt noch immer relativ schnell ausprobieren. Und vor allem, ich habe hier auch mal andere Charaktere, weil ich, jetzt kann ich zum Beispiel auf Zeug ziehen, was ich beim Großen nicht brauche. Oder was ich beim Großen nicht will, einfach zum Ausprobieren. Und ja. Der ist so ein bisschen zum Ausprobieren, für ein bisschen Story nachholen und so ist der da. So, denn, aber den möchte ich tatsächlich auf Baidu schmeißen. Zack. Und ich glaube, ernsthaft, ich bin immer noch bei grünen Artefakten. Scheiße, woher hatten wir die ganzen Artefakte? Oh, da war einer fleißig, glaube ich. Und ich war es nicht. Denke ich zumindest. Jetzt kommt blaue Artefakte. Jetzt geht's ein bisschen schneller. Außer wir kriegen natürlich nichts doppelt. Meistens kriege ich so extreme Verstärkung kurz vorm Schluss. Deswegen habe ich, das ist es ja auch, deswegen ziehe ich ja beim Großen auch so. Hey, danke. Jetzt kriege ich natürlich mehrfach. Deswegen ziehe ich ja beim Großen zum Beispiel auch so ein bisschen alles ein bisschen hoch. Wo ist denn Jongyun eigentlich? Ich glaube, ich ziehe mal ein paar Artefakte hoch. Ich habe nicht echt viele. So, Berserker und Ding hat sie immer noch. Das passt. Die gehen gar nicht mehr höher, gell? Nee. Ich weiß es schon gar nicht mehr. 20, 16, 16, 0. Ja gut. Aber hier ist tatsächlich Baidu meine Main. Pack mal das auch mal ein bisschen hoch bei ihr. Ja.
Lassen wir mal hier so ein bisschen das Zeug nach oben bekommen. Zack. Ist ja wurscht. Tatsächlich, ich kann ja später die auch verwurschteln. Wieder, wenn die hochgestuft sind, dann den goldenen, wenn wir so, wenn wir sie soweit mal haben, müssen wir mal ein paar goldene bekommen. Oh! Oh! Ist doch schon mal schön. Artefakte mal halbwegs verwurschtelt. So. So, waffentechnisch. 60 ist aktuell das Höchste, was wir können, oder? Jo, da brauchen wir auf Stufe 35. Es geht noch nicht. Hätten wir denn irgendwas, was wir sonst noch gerade hoch pushen könnten? So ein Ticken. Eigentlich nicht. Gut, hier haben wir... Ich guck mal kurz... Ich muss echt mal ein bisschen mehr Überblick gerade holen. So, das ist mein Team. Hier geht ja sowieso nicht, weil... Bis wir in der Summe sind, dauert's. Ich möchte jetzt keine Babsi hochziehen, nur für... das... hier. Da hebe ich mir die lieber auf. Was braucht denn Baidu oder Jonggyun für Talente? Okay. Da gucken wir mal, ob man das... Achso, Jonggyun wollte ich noch schauen. Fleiß! Okay, er braucht Fleiß. Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal. Beim Kleinen habe ich nur Kokomi und Babsi. Und Babsi will ich nicht nochmal hochziehen. Und Noel. Aber Noel ist halt Noel. Was hat die andere jetzt gebraucht? Baidu? Egal, ich mach die mal. Gold? Ja gut. Dann haben wir Gold. Danke. Jo. Ziehen wir auch mal hoch Wohlstand. So, haben wir denn die Wappen eigentlich hier unten? Kann ich echt nicht. Ich kann die nicht herstellen. Interessant. Gut, aber dann können wir ihn wenigstens ein bisschen noch machen. Flop. So. Die werden wir doch machen können, oder? Ja. Ja, natürlich. Ich kann sie immer machen eigentlich. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn ich die nicht machen hätte können. Aber möglich wäre es. Tatsächlich. Aber einen kleinen habe ich halt den auch noch nicht. Zack. Was ist eigentlich das? Verkürzt beim Erkunden habe Einflussbereich. Verbrauchte Zeit? Ach so. Ja, ja. Okay. Gut. Ich will Chin machen. Jetzt weiß ich aber, was ist Chin gewesen? Das hier. Ziel verfolgen. Genau, wir sprechen mit Charles. So. Jean ist auch so eine Dame, die ich sehr gerne hätte. Beim Großen. Ja. What do you think this is, kiddo? A fruit juice store? How rude! Especially since we're here to help. Help? Oh, yes. You're the acting Grandmaster's new hotshot helper, aren't you? That's one way of putting it, but... Great. Tell Jean I need my quarterly tax return forms, then. It's time to get Elzeron to doing the accounts again. I must say, though, the tax rate on alcohol in Mondstadt is pretty steep. Acting Grandmaster Jean personally goes over all the accounts. After all... The wine industry is Mondstadt's main source of income. Jean takes great pains to make sure no detail is overlooked.
Paimon never knew that. Jean's job is even harder than it seems. The acting Grandmaster's hard work indeed makes our lives a whole lot easier. We're certainly very lucky, but to put it bluntly, we just take it for granted that that's the norm now. Wow! How do you sleep at night knowing how much pressure you put Jean under? When you put it like that, I do feel quite ashamed. Schmusekatze. I suppose I should give her one on the house next time she's here. Although, I doubt the acting Grandmaster even has the time to spare for that. Sounds like a poor excuse to deny Jean a free treat. Come on, let's go and see Jean. Ja. Lumina. Ich habe übrigens extra Lumina den Account genannt, weil die ist ja Lumina heißt. Das wusste ich anfangs gar nicht. So, Flup. So. Flup. Flup. Das war. Hey, you two. Was haben wir gemacht? Margaret? What are you doing here? My cat's gone missing. Have you seen it? Da. Meinst du Diona? No, not her. I imagine Diona's probably still in the tavern. I mean little Princey. Prince was just home, now he's gone. Did you seriously think Diona was a house cat? Ja? This is a bit worrying. What if Prince can't find his way home? Wir können doch nebenbei suchen. Nah, you're always such a big softie. But aren't we in the middle of something? Nein. Sarah and Charles need our help urgently too. Let's go and see Jean first. You're on the way to see Jean? What a coincidence. Paimon thought you were looking for a cat. Yes, I wanted to see if Jean could help look for my cat. Seriously? You want Jean to help look for your cat? What's wrong with that? Jean's a really nice person. Man hat es wirklich nicht leicht, wenn man hätte es eher. Please mention it to Jean from me. I'll treat you to a brew at Cat's Tail later. Hey! Hey! Ugh, unbelievable! Guess the case of Prince the Missing Cat is now added to the agenda for our meeting with Jean. Ich fühle mich beobachtet. Aber frag mich nicht warum. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme. Ich glaube, da will jemand was von mir. Ich werde die ganze Zeit angemauzt von rechts. Nein, der will mich essen. Acting Grandmaster? Master Jean? Alles gut? Jean, was geht ab? Oh, grüß, hallo. Jede Antwort ist hier doof. Oh, was geht ab? Sorry, I must have been daydreaming. How can I assist? Actually, it's not us who need your help. It's a bunch of other people. I see. Well, thank you for your service to the people of Mondstadt. I have made a note of these commissions in my files, and I will make arrangements accordingly. Great! We didn't miss out on anyone's commissions, did we? Sarah's Hilly Churls, Charles' Tax Return, Margaret's Cat... Babsi, kümmere dich mal um deine Schwester. Ihr geht's nicht gut. Jean, are you okay? Sing mal ein Lied. Bitte, Babsi. Jean scheint es nicht gut zu gehen. Ach, echt? How's Jean holding up? Is it serious? Jetzt mal auf ich. It's just burnout from work stress. She'll be fine after a good old rest. Thanks for bringing her here. She may have tried to keep soldiering on otherwise. Ich hätte einfach ganz laut Babsi gerufen.
She does have a lot to get through every day. Poor Jean. Ich weiß gar nicht, wie laut ich brüllen kann. She's always been one to push herself too hard while overlooking her own needs. This isn't the first time something like this has happened. Nur so um kurz vor 11 möchte ich es nicht mehr demonstrieren. Anyway, die arme Jean. You're an honorary knight, aren't you? While ich? The master is down, the knights should share her burden. No? That's a very good point, but shouldn't one of the fully qualified knights do that? Jean has so much to do. An extra pair of hands can't hurt. You should go and check in at the headquarters. Dann immer wir. You'll be fine with just me here. Paimon feels like she's trying to get rid of us. Ja. Why is that? Nothing. We'll leave you to it. Come on, let's go. Na komm, Paimon, das ist die Schwester. Die macht sich Sorgen. Die will sich jetzt um ihre Schwester kümmern. Ist doch gut. Babsi sagt es halt nur durch die Blume. Ich würde das andere sagen. Ehrenritter, könntest du dich einfach mal kurz verpissen? Ich will mich ein bisschen um meine Schwester kümmern. So würde ich das sagen. Aber Babsi ist halt nett. Zum Ritterorden zurück. Okay. Also Abenteuerstufe 35. Wollte ich gerade sagen, die Tor sollten wir eigentlich doch gleich erreichen. Dann habe ich wieder Zeug zu machen. Nice. So, wir gehen dann mal dahinter. Oder auch nicht. Oh, it's Kaya. I've been waiting for you. Warum warten immer alle auf mich? I have been informed about Jean falling ill. On behalf of all of the Knights of Favonius, allow me to express my sincere gratitude for your assistance. So courteous and polite. This isn't the Kaya Paimon knows. Yeah. Well, the circumstances warrant it. This is the acting Grand Master herself we're talking about. Now, in addition to that thank you message, there was one other thing. Ihr habt wieder eine Belohnung für uns? I must say I like your style. But before we can discuss a reward, there are some things I hope you can assist the knights with. Things like helping to fill in for Jean? Right. Although the commissions you reported to Jean have already been handed off to someone else, I am concerned that they will not be handled with due care without Jean's personal touch. So I am hoping that you can help out where you see fit. I will feel much more at ease knowing that the honorary knight is personally overseeing these cases. You can flatter us all you want, but answer me this. Why don't you do it? Oh, I have far more important matters to attend to. There are so many things to prepare. Fine then. Kaya, du faule Sau, mach. Charles and Margaret's stuff you want us to help with, right? Those are the ones. Er muss trinken. I appreciate the help. Ab in die Bar. See. Was war das jetzt? See. Okay. Übrigens, warum heißt Barbados Barbados? Oder warum ist er immer in der Bar? Weil Barbados. Bar. Egal. So. Also Venti. Da ist er schon. So. Yours is the cat that went missing. Venti! Have you come to help? Me here to help you? Why, on the contrary. It is I who needs the helping. Geh weg, Venti. Ich mag dich nicht. Hey, Pixel. Ich mag Venti nicht. So, Prince is the name of the feline fiend who thieved my spare astral iron strings. Though it gladdens my heart to see that the free-spirited ethos of Mondstadt is alive and well in creatures great and small, still, it's a bit audacious. Prince is a mischievous little rascal, all right? Die Worte von Eltern, die ihre Kinder zu sehr verwöhnen. Yep. Indeed. Just like Barbados. Yes, quite. Quite. Now, let's see about getting ourselves an audience with his little highness, Prince Rascal of Mondstadt. I have a performance ganz tonight. Alles gut und bei dir? Strings, I shall have to disappoint my audience. Heute ein bisschen auf dem kleinen Account wieder. What would a kitty cat want with lyre strings anyway? Everyone knows cats go crazy for a ball of string. What? These
These lyre strings are made of astral iron, which contains animo energy. Danke für die Demonstration. Extremely durable, so I normally just roll them up in a ball to make them easier to carry. That's a trick of the trade from a traveling bard. Weißt du eigentlich? Strings contain animo energy? That'll help us. It's time for you to use your elemental sight again. I'm unsure there must be some elemental footprints or something. Oh, thank you all. Mir geht's auch super. Ja, alles bestens. It's a black cat you're looking for. Eine schwarze Katze. Take this fish. It's little prince's favorite food. Von allen Katzen ist Fisch. So, mit dem Elementarblick. Okay. 5 Fisch gleich. Okay. Da. Warum habe ich jetzt nur Lumina? Hey, look! Over there! Ach so. So, it must be Prince, right? Nein, Prinz! Okay. Wow, Prince has very keen senses. It didn't take much to scare him off. See if you can approach him crouching from behind. That way your footsteps will... It must be... If you're... Also hätten wir den sowieso gerade nicht fangen können. Schon so lange her, wo ich es hergemacht habe. Wo ist Prinz? Höher! In die Richtung! So, warte mal. Wo ist Prinz? Ach, dem... Ich hätte ihn doch fangen können. Warte mal, kriegen wir hin. Margaret? Ach so, Elementarblick. Ich bin ja blöd. Warte mal, ich gehe wieder da runter. Ach, da. Weißt du, Xelix, jetzt mal, wenn ich dich hier sehe, nenne ich dich Pixel oder oft nenne ich dich Pixel. Und im Discord oder so bist du Xelix. Komm, ich hau dem einfach den Fisch auf den Kopf. Monstad welcomes you. Fangen. Hab dich! Hier habe ich noch einen Pixel vom Namen, ja. Dann nenne ich irgendwie immer Pixel. Ich habe doch die Katze gefangen. Warum ist sie jetzt hier? Ich verjag mal kurz meine Katze. Indem ich mich bewege. Oh, thank goodness you're safe. We definitely had our work cut out for us looking for him. Ja. Oh, Princey, how could you leave me like that? Looks like those two need some time to themselves. And here are your astral iron strings, Venti. You found them! Wonderful! I was not optimistic they would turn up. I dare say that a private performance played using these very same strings would not be an excessive way to show my gratitude. Nein, Venti. Nein, nein. What? Apologies. At this distance, my cat allergy seems to be rearing its head. Oh, now Paimon gets why you didn't go looking for your strings by yourself? Anyway, thanks for the help. I'll be going. Ich habe auch eine Katzenhaarallergie und eine Katze. Also mal so als kleiner Funfact zu nehmen. Sei doch, und damit sind wir Abenteuerstufe 35. Yay! 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 So. Jetzt war nämlich der Sinn eigentlich dahinter, hinter dem Ding. Dann können wir nicht morgen da auch weiter düdeln. Aber Jean-Mission würde ich tatsächlich noch fertig machen. Ach, Donner. Ich finde es süß, dass du verliebt bist, aber... Beruhig dich. Mama, du bist sogar mit D-Luke zusammen. Ich kann auch nur an meine Freundin denken. Gemiet! Also, dich. Oh, hallo, Darling. You're quite right. After I heard about poor Jean, I thought I might lend a hand with some of her more literary duties. Cool! Well, if we're no longer needed here, we'll be on our way. Wait a moment.
Actually, Charles here was wondering... Please, allow me, ma'am. I just took a rather important Jetzt kommst order, du hier auf meinen Schoß. But unfortunately, we've run completely dry. Man hört Hilfeschreie einer Katze. From the winery is behind schedule. If it's not too much trouble, could you go and do something about this logistical nuisance? What's so urgent about this order? Erst Hilfeschreien und jetzt abhalten und schmusen. Came in at the last minute. Literally just a few seconds ago. Ja. Exactly. Hence the urgency. Ja. Und weglaufen. Ja. Aber wehe, sie will schmusen. Sprich mit Ernest. Wer ist denn Ernest? Wer ist denn Ernest? Ah, ich muss die Straße da an der Schlucht durchkämpfen jetzt, oder? Oder war das mit... Nee, das war mit Noelle. Haben wir hier eigentlich irgendwas zum Abgeben gerade mal so? Wenn wir gerade uns da hergeportet haben, also einfach die Frage. Nein. Da müssen wir entwarnen, das Schlucht noch. Das ist ja ein bisschen wie Diluc. Ein bisschen. Ja, es gibt eh, also manche Synchronsprecher haben zwei synchronisiert. Muss man halt auch sagen. Also das ist normal. Ernest, ich kann mir vorstellen, in welche Richtung du möchtest. Have you come to rescue me? In all the time I've been working at the winery, if you'd taken any long... Fear not! Just as well. Das gibt mir mal ein bisschen, ich werde langsam müde. Achso, in die Richtung? In die Richtung? Begleite den Transportballon. Ja, mache ich. Wo könnten hier... Achso, da läuft schon einer her. Hi! Hey! Ich glaube, die trinken gern Wein. Bist du tot? Ne, bist du nicht. Hey! Swift and merciful! Back off! Das sind Ballon in Ruhe. Böser Heli. Hiluch. Dann machen wir es doch so. Eyes on me! Bam. Die Reichweite von den Fischen hätte ja ruhig ein bisschen cooler sein können, aber naja. Tschupp. So. Amber, du darfst auch mal. Flop. Let it rain. Flop. Sie ist halt doch noch unsere Stärkste. Waren Schleimis? Die habe ich gar nicht mitgekriegt. Flop. Ich war... Irgendeiner ist zum Beispiel bestes Beispiel. Venti gibt's auch nochmal. Dreimal habe ich jetzt halt den Synchronsprecher von Venti oder halt Venti schon gehört. Oder Venti seine Stimme oder halt ähnlich, wo du sagst, okay, ja doch, das ist der gleiche Sprecher. Man hört es schon ein bisschen raus. Muss man ehrlich sagen. Aber bei so vielen Stimmen, die hier grundsätzlich so halt sind, ist es auch vollkommen okay. Wo kamen die Blätter her, das Dendro? Habe ich den irgendwie nebenbei mitgekillt, ohne dass ich ihn mitgekriegt habe? Muss irgendwo hergekommen sein, der Dendro. So, hallo, ich hab dein Wein. Jetzt kannst du sagen, krieg so ein Fass? Also, ich nehme das Große. Warum ist der... Charles. Wirklich, bist jetzt einfach hinterhergelaufen. Finde ich nicht schön. Also, er hätte es auch mitmachen können. Thank you, my friend. I thought I was in deep trouble this time. It's a good thing you showed up. Ja, als Belohnung... will ich ein Fass... So ein Weinfass. Voll geil. So ein ganzes. Natürlich voll. Gefüllt. So ein Lambrusco oder sowas. Ich bin ja kein Weintrinker, aber. Hä? Hab ich kein... Ich war gerade verwundert, warum das tatsächlich weg war. Okay. Egal. Machen wir.
Also, Entschuldigung. Ach, Amber. Lang nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Got it. I'll set off right away. Amber, are you here to help out with Jean's commission? Oh, hi. Yeah, I was just getting ready. Who better than an outrider to mop up some hilly churls on the delivery route? Oh. Sarah, what are you still stressing about? I'm an outrider, and I won't disappoint. You misunderstand me. I don't doubt your abilities. I'm just overwhelmed at the number of orders piling up in front of me. Another bizarre order came in just now. It's like they're hosting a banquet or something. Ich könnte doch etwas zubereiten. You don't mind helping? Oh, that would be wonderful. You really are the good hunter's guardian angel. Yeah, well, those hilly trolls are going to be a handful too. Well, why don't you take this order? Start by getting the ingredients. Are you sure she can be trusted? It might end up tasting a bit funky. We're well past the point of aiming for perfection. This is now a fight to save the good hunter's business. A fight? For this dish we need 3 sweet flowers and 3 fowls. Okay, go and get ready. You too, Amber. I'll be waiting here. Oh, yes, right! Jetzt versuchst du es von der anderen Seite, weil ich von rechts gerade nicht reagiert habe. Ich glaube, ich könnte es haben. Jo. Und jo, hab ich. Siehst du, jetzt mit sie schmusen. Now, order number 7 is for one sweet madame. And so begins. You did say you'd help. Ja, ist ein süß mariniertes Hühnchen, das ist ja kein Problem hier. Keine Ahnung, können wir an sich mal ein paar herstellen. So. Ich werde irgendwie gerade, weiß ich nicht, belagert. Von links, dann mal von rechts. Ach stimmt, da muss ich es ja so hinstellen. Manuell muss ich das ja herstellen. Denke ich. Ich glaube, ich musste das hier manuell herstellen. Hä? Any news on that sweet madame? Ach so, nee, ich muss nur übergeben. Ja, komm, nimm das Leckere. Warum habe ich 20 normale? One sweet madame received. This smells absolutely divine. This is nothing less than what I would expect from a head chef. Never mind a sous chef. Since you cook so well, you might as well take sticky honey roast. Honigmöhrenfleischpfanne, okay. The knights order it. Let me teach. Wait, with your cooking as soon. So, Honigmöhren, da haben wir nicht das Rezept gekriegt. Ich hoffe, die kann ich herstellen. Oh nein. Doch. Oh Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, meine Katze möchte irgendwas von mir. Wenn ich sie streichen will, geht sie weg oder zuckt sie weg, allein wenn ich die Hand schon nehme. Das will sie schon mal nicht. I'm still waiting on one sticky hand. Was will sie dann? Fresschen? Könnte sein. Did you really cook this? Nicht, du warst neben mir gestanden. Simply astonishing. You were born to be a head chef. Nein, ich bin lieber der Esser. Yes, thanks ever so much for your help. Amber should be able to take care of everything else. If you ever get tired of being an adventurer, there'll be a job waiting for you at Good Hunter if you want it. Ich bin lieber der Esser. Mein dicker Bauch ist das Beste. A day in the life of Jean really is hard work. Also ich kann zwar gut kochen, ich koche auch gerne. Let's head to the cathedral and pay her a visit. Paimon, halt die Klappe. Aber wenn ich koche, habe ich irgendwie gefühlt danach keinen Hunger mehr. Oder ich koche zu viel. Lieber gehe ich jetzt zum Beispiel in ein Restaurant rein und lass mich bekochen. Also ein bisschen mal Kronfleisch. Wer jetzt jemand Kronfleisch nicht kennt, das ist ein ganz... Es ist ein Fleisch zum Genießen. Sehr würzig, sehr schmackhaft. Wenn es der kann. Ein gegrilltes Fleisch mit ein bisschen... Wirklich klassisch gegrilltes Fleisch. Knoblauch, Butter und Brot. Aber das Fleisch, wenn es der Koch kann, ist es sehr, sehr, sehr gut. Welcome back. You must be exhausted.
Ihr seid sicher auch erschöpft. Oh, it's nothing. Looking after patients is all in a day's work for me. Ach so, ich warte gerade wieder, dass es automatisch weg. And should be back to her normal self soon enough. That's great news. Let's go and see her. But she just left the cathedral. I tried to tell her she needs more rest, but she wouldn't listen. She tried to act like she was fine and kept saying she wanted to get some fresh air. I bet you she's gone to Lady Vanessa's place again. Vanessa? Where? Oh, that huge tree at Windrise? That place is dedicated to Mondstadt's hero, Vanessa. Jean goes there whenever she feels lost and confused deep down inside. Barbara, that's some pretty personal stuff. How do you know so much about Jean's innermost thoughts? Die ist die Schwester. Jean, mentioned it to me, you know, before she left. That's what I'm worried about too. But I still have work to do here. Don't worry, we'll take over nursing duty for now. Great, that puts my mind at rest. May the Animo Archon protect you. And Jean. So, geh zum Baum, der für Vanessa steht. Vanessa, Vanessa, nicht Vanessa. Vanessa. Tatsächlich, es müsste hier Windsteig sein, der Baum einfach nur, gell? Ja, sag ich doch. Guck mal, weiß ich sogar noch aus dem Kopf. Lady Vanessa, I hope your watch over Mondstadt remains unclouded. I do not know if I, or the rest of the world, as you had hoped for, have become stronger. Huh? Voll die Stalker. Hi, Jean. Are you feeling better now? Much better. I was not expecting you to come here. Thank you for your concern. Are you sure? We saw you beneath the tree just now, leaning on your sword. It looked like you were struggling. Are you sure you aren't pushing yourself too hard? Auch wir sind da, wenn du uns brauchst. Oh, thank you. That means a lot to me. Hearing that boosts my spirits. But I must find a way to cope with minor setbacks like this on my own. Otherwise, how can I be the protector that Mondstadt needs me to be? The protector that Vanessa was. You truly revere Vanessa, huh? I do. Vanessa was the first Grandmaster, a kind yet formidable woman. I have always hoped to follow in her footsteps. As the Lionfang Knight, she courageously overthrew the oppressive ruling aristocracy of her time. Then, she founded the Knights of Favonius and became known as the Dandelion Knight, spreading grace and compassion throughout the land. Dandelion Knight? Isn't that your title? Actually, all of the Knights of Favonius masters throughout the ages have inherited the title of Dandelion Knight or Lionfang Knight. Oh, that makes sense now. You too want to be as gentle as the Dandelion Knight, and yet as fierce as the Lionfang Knight. Yes, I know it sounds like a huge honor, inheriting both these titles from Vanessa. But I see it more as a huge responsibility. After all, it is a lot to live up to. Wie ein Löwenzahnritter das sein sollte, ihr seid so liebevoll. I don't think so too. Huh? Jean? Who's there? Caught red-handed. Finally, an opportunity comes to get rid of the master in a moment of weakness. And then you two show up and ruin everything. How did they know about Jean's condition? Choosing this moment to strike is a low blow, even for this lot. As long as my name is the Dandelion Knight, I swear I shall not be defeated by such despicable means. Since this opportunity has slipped away, I shall now be slain. Stop! After him! Du machst Sitz. Jean, you're still recovering.
No, I must go after him. Jean, you can't keep doing this to yourself. Why can't you trust us to handle it? I do trust you. But to let an enemy get away like this would be a major dereliction. Rechtschreibfehler. Fein. Schatz, fein. At least let us go with you. Thank you for your understanding. I will graciously accept your help. So, Jean. Für solche Momente habe ich zwei Komponentenkleber. Ich klebe dich an den Baum. Da kannst du nicht... Hier, da musst du dich ausruhen. Ja. Muss ich jetzt Jean stalken? Schaut so aus. Mietz, wenn du die ganze Zeit von links nach rechts schleichst, nervst du mich eher, dass du irgendwas von mir kriegst, weißt du das? Ich weiß nicht, was du willst. Ich glaube, Mietz will, dass ich ins Bett gehe, weil sie sich auf mich drauflegen will, damit sie schlafen kann. Ab in den Schlitz hier rein. Jo, bleib einfach so. Mietze, meine Katze wird nicht immer so Richtung Abend, wenn es spät wird, so? Also sie will, dass ich ins Bett gehe, glaube ich. So. You haven't won yet. Au. Kiste. Are you hurt? Oh, darn him and his traps. How badly are you hurt? Oh, one of my own being injured because of me is the last thing I would wish for. Let me handle this alone. No. You are in no state to handle this alone. We're coming too. Okay. But before we move out, at least let me heal everyone with my dandelion breeze. Thanks. You're amazing. Ich hau aus Langeweile auf solche Dinger drauf. Guck mal, da ist die Kiste. Hi. Bam. Nee, der ist nicht runtergefallen. Dann muss er halt sterben. Jetzt ist er runtergefallen. So. So. Plopp. Eigentlich müsste ich Jean ausprobieren, wenn ich sie schon hab, weißt du? Komm, probieren wir sie mal aus. Aber dann bin ich hin. Ich mag den Fisch immer noch. So, wir holen uns mal kurz hier hinten das. Die Steinwand mache ich nur aus Prinzip kaputt. Klopp. So. Jean ist schon von den Fähigkeiten her echt cool mit dem, was sie mit Wasser so ein bisschen kann und mit Luft ein bisschen kann und so. Ist schon so, wo du sagst, ich will sie eigentlich. Welche Flames? Spirit Blade, attack! Flop, jetzt machen wir noch. Du bist erst halt nicht. Achso, 5. Schmeiß sie einfach ans Feuer rein. John Gün, mach mal aus. So. Amber? No one escapes my sight. Ah, guck mal, das wäre ausgerechnet gewesen für sie. Aber wir haben ja. Ihn. Guck mal, da schlafen sie. Flop. So. Dann fische ich euch halt. So. Flop. Kokomi wird dann, glaube ich, sein Schild runterbrechen. Es geht am schnellsten. Kommst du jetzt Abgrundmagerchen? Ja. Nö. Back off. Au. One with my blade. Go, go. Komm. Submit for judgment. So, Amber schießt ihn mal da unter, der nervt. Danke. Flop. So, stopp. Den haben wir auch. Ich warte eigentlich auf einen Abgrundmagier. Kommt der gar nicht?
Doch, da kommt er. So, Jean? 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 Achso, ich bin auf Jean. Bam. Wertvolle Kisten sind immer schön. Mann. So. Thanks to Barbara's help, my condition is better than I thought. The main thing is that you're safe. Now, isn't it time to get back to Mondstadt and rest, Acting Grandmaster? Yes. I should at least go and thank Barbara again. Schluss. I hope she is not upset with me. Du kriegst jetzt erstmal richtig Ärger von deiner Schwester. Mhm. So, sobald wir jetzt hier dann durch sind, machen wir dann auch Schluss für heute. Und morgen wird es dann, glaube ich, ein längeres Streamchen geben. Ich will ein bisschen Haushalt machen zuvor. Und danach würde ich sagen, machen wir ein längeres Streamchen, sobald ich so halbwegs fertig bin. Wird es Urlaub, das heißt, ich muss ein bisschen Wäsche bügeln. Wäsche waschen. Das Leben halt. Wohnung sauber machen muss ich nicht. Vielleicht höchstens ein bisschen den Schreibtisch. Das war's dann schon. Da will nicht jemand, dass ich schlafen gehe. Ich glaube, das mir nervt. Master, you finally returned. The Animo Archon protects you. Swan, were you waiting for me? Has something happened? Yes, at the Angel's Share. Don't worry, it's nothing big, but... Prügeln sich wieder bei okay, I know I said it's nothing big, but... Alright, how can I put this? They just really need the Acting Grand Master. Huh? Well, if you say so, Swan, I will go. I should not let the other knights down. It's fine. Now that I have had the chance to stretch my legs, I feel much better. Oh, great. Thank you so much. You really saved me on this one. For goodness sake, what is happening to the world? Swan used to be the most honest fellow. Now he's dumping things onto Jean. Well, Swan was clearly agitated. Maybe it is an emergency after all. Let's go and see what this is all about, shall we? Dass alle das Jean draufhauen. Jean sagt, kann halt nicht Nein sagen. Aber warum bist du... Donna! So. Gehst hier vorbei und hier ist ein Diluc. Jedes Mal. Ich weiß, was es ist. Ah, dafür hat man es süß machen. Oh, dafür habe ich gekocht. Oh, what's all this? Ach, automatisch. It's a thank you party for you. A thank you party? Genesungsfeier, thank you, party fair. When we heard the news about your illness, we were all so worried about you. We can only imagine how much pressure you must be under as Acting Grand Master, and you do so much work all over Mondstadt. We thought that since you so rarely take any time off, we'd take this chance to throw you a party. Enjoy yourself, Jean. After all, you'll never let us do this once you're back at work. Jean? I... Huh? Is this Jean when she's... shy? I've never seen her like this. It's easy to forget that outside of work, Jean is just a normal person, like anyone else. I... this is just all such a surprise. Thank you, everyone. This really means so much to me. Well, it's nothing compared to the amount of work you do for all of us, day in and day out. But there are so many things I still need to do. Fear not. We wanted to make sure you could relax and enjoy yourself. So while you were away, we all pitched in and finished off your work for you. Every last task. Did you really? Even the issue with the food deliveries? It was no different from what we see on patrol. A couple of hilly churls. Didn't take much to get rid of them. And the tax returns? I spent so much time doing library admin. A few more pieces of paper to deal with was really nothing to worry about.
Well, what about Margaret's missing cat? Are you kidding me? That rascally prince was apprehended by the brilliant honorary knight. And he also reclaimed my precious astral iron strings while he was at it. Enough already. No more thinking about work today. Enjoy yourself while you've got the chance. It is my honor to work alongside you all. Praise be for the Animo Archon's guidance. Speaking of work, it must have been hard work to put all this together. Where did you find the time? Actually, our friend here was the key organizer behind all of this. See all of this food and drink? He made sure it all arrived on time. Not only that, but he cooked each one of these beautiful dishes himself. So relax already. There's no need to be so modest. All die dringende Bestellung, das war also ihr. Of course, we also have Master Diluc to thank for the venue. Otherwise, we would be looking at quite an alarming bill right about now. Despite my initial reluctance to sponsor a Knights of Favonius event in any way, I, like any other citizen of Mondstadt, owe Jean my gratitude for her hard work. Oh, Master Diluc, I... All right. Jean's supposed to be taking it easy. Stop crowding her. Agreed. Now, let the party begin! Also, ich wäre echt auch gern an dem Tisch. Hätte nur jemand... Hätte nur irgendwie niemand anders zum Essen. Wenn die natürlich sitzt an der Bar mit einem Bierkrug. Mal ehrlich. Guck mal, was wenn die sich hier alles hergestellt hat. Was er sich in den Ranzen schmeißt. Der Typ müsste nicht mal durch die Tür passen. Kaya zieht sich zurück und trinkt auch alleine. Ember passt aufs Essen auf, dass nicht wegläuft. Ihr zwei unterhaltet euch. Jetzt haben wir Jean verkrault. Wo ist Jean hin? Also auf der Terrasse, weiß ich schon. Meine Katze. Oh, it is you. Habt ihr Spaß? Yes, I am just getting some air. Uh-oh, it seems like something's bothering Jean. I want to thank you again. It is good to be here together with everyone. It has lifted my spirits. And it has taught me something. What's that? I am definitely more of a Dandelion Knight than a Lionfang Knight. The Lionfang Knight represents Vanessa's past, a past in which she fought hard for Mondstadt. But it was the Dandelion Knight that represented her hopes for the future. A future belonging to the newly formed Knights of Favonius. Vanessa wäre bestimmt stolz auf euch. I do believe that Vanessa watches over us, whether from high up above or from the wind all around us. Möge der Wind dich führen. Lead, the winds of freedom will guide us along the path that lies ahead. I hope you will continue to join us on that path. Lumina. Jean, du machst das schon ganz gut, so, das passt schon. So. Ich würde sagen, wir verwurschteln jetzt nochmal kurz ein bisschen was, wenn wir was gekriegt haben gerade. Also, gut, Waffen können wir nicht. Ah doch, können wir rein theoretisch? Nein. Können wir irgendeine Waffe hochholen? Ich glaube, sowieso nicht, weil wir konnten es ja eh noch nicht craften. Ich habe mal ein bisschen was gekriegt. Auch nichts Nennenswertes. Können wir überall nicht aufsteigen, ja. Da fehlt überall so ein bisschen Stuff für. Was fehlt denn hier? Jade. Ja, gut. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen in Leo rumlaufen. Ja, ein bisschen. Wir müssen mal ein bisschen in Leo rumlaufen. Ja. Gut, da reden wir einfach mal nicht drüber. So, ich würde jetzt aber dann tatsächlich jetzt Schluss machen für heute. Komm, jetzt ist auch schon echt spät, 23:30. Naja, ich bin ja seit 6 Uhr früh schon wach, also ich war heute schon in der Arbeit und alles. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder.